Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und heute gibt es ein Gastgameplay Herrschaft auf der Map Raid und das ganze ist vom German Pro Gaming Clan erspielt worden. Clan, ja so heißen sie nicht auf YouTube, aber ich denke mal es ist ein Clan. Es spielt heute der Lukas1402, ein über 100 plus Gameplay, richtig nice. Er hat in seinen Koffer eingepackt die PDW, schallgedämpft mit schnellem Magazin. Dazu die B23R ohne Aufsätze. Als Hardliner, Geistplünderer und Gewandheit. Und die Abschlussserien: Das Orbital VZ ist mit am Start. Die Commander, Krieger, Au, und der Swarm. Ja, musste mal sein, hatte ich heute mal Bock drauf. Und wir kommen zum heutigen Thema. Ich habe mir überlegt, okay, worüber soll ich euch berichten? Habe auf Facebook eine Umfrage gestellt und es gab eine absolute Mehrheit und die wollte wissen, wie ist es, wenn der Krieger mit der Kriegerin, sprich mit seiner Freundin über den Weihnachtsmarkt hängelt? Und Leute, es ist so phänomenal, da habe ich gesagt, ich habe es ihr auch schon gesagt da wird ein Video kommen, da wirst du bluten. Vielleicht gibt es die ein oder andere Kleinigkeit, wo ich einen Hauch übertreiben könnte, aber fangen wir erstmal an mit, ner, mit der Frau, mit der Frau über den Weihnachtsmarkt zu gehen, das ist, ich meine, ihr kennt schon viele Foltermethoden, oder? So dieses CIA-mäßige, wie man es so aus James Bond-Filmen kennt, wo einem so Wassertropfen auf die Stirn träufeln. Kiki. Fingernägel ausreißen. Ein Witz. Ha! Mach doch! Lach ich drüber. Alles Mögliche. Streckbank hier. Zack. Was weiß ich nicht alles. Irgendwelche Elektromethoden hier so. So 96 Hour. Liam Nielsen. So. Zack. Die irgendeinem so einem Terroristenschwein in die Beine rammen. Ein Witz. Lächerlich. Noch Strom durchjagen. Ja, komm. Schließ doch mal die Hochspannung an. Äh, was ist denn mit dir los? Bist du ein Psycho? Nee. Hab eine Freundin, war mit der auf dem Weihnachtsmarkt. Daher schreckt mich nichts mehr ab. So sieht's aus, Freunde. Das ist der, der absolute, der absolute Wahnsinn. Wirklich, es ist. Man kann es sich nicht vorstellen. Es sieht so aus. Ich fange einfach schon mal ein bisschen aus. Gestern, beziehungsweise jetzt vorgestern, war ich ja in Kassel, hab mit dem Sirius, dem Frank WPT, äh, das große Headset-Review gemacht. Das hat ein bisschen länger gedauert, da kam man ziemlich spät nach Hause, musste nur das ein oder andere Video machen. Man kam also somit sehr spät ins Bett. Musste natürlich noch hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen, noch die eine oder andere Nachricht lesen, beantworten. Letztendlich war es dann, ich glaube, 5 Uhr, als ich gestern ins Bett gegangen bin. Beziehungsweise vorgestern, muss ich ja sagen. Und ja, gemütlich dann um, ich glaube, 12, 1 Uhr aufgestanden. Und schon gedacht, okay, heute ist Weihnachtsmarkttag. Man hat es der Freunde versprochen. Hier kriegst du eine Schokobanane auf die freie Frau und äh, ja, wir bummeln dann gemütlich, wir bummeln gemütlich über dem Weihnachtsmarkt. Wenn das eine Frau zu euch sagt, Freunde, passt auf, die will euch verarschen, die will nicht bummeln, nein, sie will schleichen, dass wir nicht am um Boden uns gelegt haben und drüber gekrochen sind, war auch alles. Aber wir, 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 wir fangen einfach mal weiter vorne an. So. Auf jeden Fall, wir haben uns verabredet für 18 Uhr. 18 Uhr ist ja eine gediegene Uhrzeit, wo man sagt, okay, da kann der Weihnachtsmarkt starten, da kann man noch die ein oder andere Kleinigkeit essen, es ist doch nicht ganz so, ja okay, mit der Kälte hatten wir Glück, muss man ganz ehrlich sagen, Petrus hat es gnädig gemacht und hat den Schnee, beziehungsweise auch die Kälte so ein bisschen, ja, beiseite gesteckt, aber dafür Regen, besten Dank. So, dann versuchst du die gemütlich so um halb fünf. 5 anzurufen, weil das Ganze findet ja in Köln statt, ist ja näher zu ihr. Und ähm, da versuche sie zu erreichen. Madame geht erstmal nicht dran. Warum auch? Ist ja langweilig. Irgendwann schreibt du dann so die letzte SMS, bist schon leicht frustriert und angepisst und nach dem Motto, die hat es verpennt oder so. Du willst ja. Den Freund, du willst ja der Gentleman sein, weißt du? Du willst ja wirklich auf sie zugehen und sagen: Hier, ich habe dich daran erinnert, dass sie nicht nachher irgendwie dir einen Strick rausnehmen kann, weil dann hast du wirklich verschissen. Auf jeden Fall, alles klar, es klappt wunderbar. Madame ist wach geworden, weil sie hat sich dann gemütlich gesagt: Um 12 Uhr gehe ich mal ins Bettchen. Reicht ja auch, ne, muss ja hier noch ein bisschen Körperfliegen betreiben und nochmal hier schön die Augen zu machen und schlafen. Ja, auf jeden Fall geht ins Bettchen, wird dann um, was weiß ich, 5 Uhr wach und schreibt ihr eine SMS. Ja, äh, könnten wir das auch ein bisschen später machen? Dann rufst du erstmal an. Ja, wann denn? Ja, 8 Uhr. Ihr witzt mich verarschen, du brauchst ja jetzt keine zweieinhalb Stunden, um dich fertig zu machen. Ja, wie? Scheiß drauf, komm, mach fertig. Hier, ab auf den freien Mann und los geht's. Ja, nee, so einfach geht das ja nicht. Und hier und Haare und Schminken und tralala, das ganze Gedöns. Ja, gut, alles da. Wie sieht's denn aus, wenn du Gas geben solltest? Wie lange brauchst du? Sagen wir doch so. 19.30 Uhr, so halb acht. Da denkst du ja schon mal, okay, anderthalb Stunden nach hinten. Ja, okay, ein Video jetzt irgendwie nochmal anfangen, lohnt nicht. Also irgendwas zu kommentieren. Gut, alles klar. Unterhältst dich noch mit dem einen oder einer skype konfi guckst dir die Fußballergebnisse an. Gut ist, die Zeit kriegst du ja schon überbrückt. Machst dich dann auf dem Weg frisch geluscht, frisch die Haare gemacht, ab Richtung Köln zum Weihnachtsmarkt. Parkhaus, zack, Kölner Dom, kein Problem. Kostet ja nur 3,50 die Stunde. Aber egal, rein in die Butzer. So, dann stehst du oben und wartest und wartest und wartest. Schreibst in der SMS. Keine Antwort. Keine Antwort. Warum auch? Irgendwann kommt dann, ja, hatte ein bisschen Verspätung und kommt dann letztendlich nochmal 26 Minuten zu spät. Aber der feine Herr, Gentleman-Style, wartet natürlich auf die Frau. So gehört sich das Ganze. Und dann geht es los, Freunde. Okay, ich habe jetzt schon ein bisschen viel weg vorgenommen, aber dann geht es erst richtig los. Dann geht's los. Dann geht ihr auf den Weihnachtsmarkt, beziehungsweise bis zum Weihnachtsmarkt wird ein Sprinttempo aufgelegt. Da könnte Usain Bolt sich eine Scheibe von abschneiden. So, dann bist du auf dem Weihnachtsmarkt und dann wird die Handbremse gezogen. Dann geht gar nichts mehr. Dann ist Feierabend. Dann wird gekrochen. Dann wird. Ge ja, dass du nicht dich am Boden liegst wie der Kollege hier und einfach nur nach vorne kriegst, ist auch alles. Mit einer Geschwindigkeit schneckengleich geht's dann über den Weihnachtsmarkt. Und es ist ja nicht so, also bei mir ist es zumindest so, du gehst darauf, gehst zur Bude, sprich zur Glühweinbude, holst dir da zwölf Stück und der Tag ist wunderbar und schön und hast Spaß. So, so geht man mit seinen Freunden auf den Weihnachtsmarkt. Aber nicht mit meiner Freundin. Nein. Weil an der allerersten Bude, die kommt, wo irgendwelche peruanischen Mützen und Handschuhe und irgendwelche Täschchen gefertigt werden, da müssen wir erstmal anhalten. Da müssen wir erstmal gucken, was es da gibt. Und guck doch mal an. Da guckst du dir diese, diese Mütze an. Ja, hier rechts der Kollege auch super genial. Da guckst du dir diese Mütze an und denkst: Geschenkt würde ich die nicht mal nehmen. Oh, ich überlege wirklich, ob ich mir die holen soll. Äh, ist jetzt nicht dein Ernst. Ich zweifle gerade an deinem Geschmackssinn. Ja, aber die sieht doch so schön aus, die schönen bunten Farben. Du weißt genau, wenn sie sich dieses Ding kauft, das wird absolut in der Ecke liegen. Aber nichtsdestotrotz, sie schafft es noch und geht weiter. Aber nicht sehr weit, denn direkt der nächste Stand ist ein Seifenstand. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Seifenmafia gibt auf den Weihnachtsmärkten. Ohne Scheiß, wie viel Seifen. Wir waren bei so einem Mützen, bei so einem Almöi Schweiz-Österreicher Mützenstand gedöns Das Einzige, was der da hatte, waren drei Seifenstücke und alle Frauen zack dahin. Es ist phänomenal. Und dann, die haben da tausend. Seifen liegen, was weiß ich, von Aloe Vera, Pfefferminz, Schokolade, Tiramisu-Seife. Hallo, Tiramisu-Seife. Ja, aber was machen die Frauen? An jeder Seife riechen. Und als wenn es nicht schlimm genug wäre, nö, du musst auch noch mal riechen. Oh, riech mal, hier, riech mal, was ist das? Und du weißt genau, da steht Schokolade drauf. Hier, riech mal. Hm? Ja, riech wie Schokolade, ne? Ja. Hm? Du hast gar nicht richtig gerochen. Doch, habe ich. Ja, aber wieso sagst du denn das so? Du hast doch gar nicht richtig gehorchen. Dann hältst sie dir das nächste unter die Nase und da steht dann, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas drauf. Und du weißt einfach nur so, und du weißt, da musst du noch 10 oder 15 andere Seifen jetzt gleich unter die Nase reiben. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Du arbeitest dich wirklich knallhart von Stand zu Stand zu Stand weiter. Und an jedem Stand werden 15 Minuten verbracht, wo du wirklich dankbar bist, dass der eine Weihnachtsmarkt um, um 21 Uhr zumacht. Aber ist ja nicht schlimm, weil Köln hat sich das Ganze intelligent gedacht. Halten wir einfach direkt dahinter, was weiß ich, am Neumarkt oder wie die Scheiße da heißt. Hauen wir einfach noch einen Weihnachtsmarkt hin und der macht einfach mal gemütlich bis 22 Uhr muss dann halt fünf oder zehn Minuten laufen, ja, beziehungsweise du musst wirklich laufen, weil die Frau, wenn weit die aus dem Weihnachtsmarktgebiet raus ist, da ist Feierabend, da muss gesprintet werden, um zum nächsten zu kommen und da geht alles wieder von vorne los. Da waren die gleichen Seifen, die gleiche Scheiße und alles muss ich noch mal ganz gemütlich angerochen werden. Hier noch mal dann geröstete Sonnenblumenkerne mit Chili Mango. Zimtaroma in den Hals geworfen, dann noch irgendwelche Pesto-Soßen und all den ganzen Rons, wo ich einfach denke, da kriegst du noch Geschmacksverkalkung, oder? So sieht das Ganze aus, wenn du mit einer Frau am um Weihnachtsmarkt gehst. Ich muss einfach nur sagen, ich hab's hinter mir gebracht. 2013 kann kommen. Ich habe meinen Soll erfüllt. Das Gameplay ist zu Ende 200 zu 113, sein Score 134 zu 5. Respekt, Kollege. Und äh, ja, kennt ihr das? Freunde, kennt ihr das vom Weihnachtsmarkt? Ich habe ein bisschen jetzt überzogen, ich habe auch die Anfangsstory ein bisschen lang gemacht, aber man muss es einfach sich auf der Zunge zergehen lassen. Da hängst du da mit der und die, du schleichst darüber. Du kannst keinen Glühwein saufen, weil du musst ein Auto fahren, weil musst ja in Köln für ja, direkt schön vor der Haustür von der kleinen Dame anstatt zu sagen, weißt du was, pen bei mir hier, zack, wir fahren da mit dem Taxi hin und nö, muss in Köln. Sein. Da kannst du nicht saufen und dann tüten. Da musst du einkaufen. Und weißt du, was du bist? Du bist der Packesel. Da wird alles, ja, hier, ne? Und bei jedem Geschäft, egal welchem Geschäft, sollen wir es ihnen einpacken? Du hast schon eine Tüte, in der 18 andere Tüten sind. Sollen wir es ihnen einpacken, ein Tütchen? Ja, gerne. Ja, bitte, der, wir, ja, bitte, hätt gerne ein Tütchen, ja? Habt ihr noch ein Tütchen? Ja. Und dann hast du in einer großen Tüte, hast du 18 kleine Tüten mit Honig, mit Pesto, mit irgendeinem anderen Ronz, mit. Seife mit irgendwelchen... Also sowas, was nachher in der Ecke liegt, Freunde. Und du hängst dann da einfach und denkst so... Und dann denkst du, es ist gerade vorbei. Da siehst du, rechts geht es nochmal weiter. Und dann wird nicht ein Wahlstand ausgelassen. Nein, jeder Stand muss, beguckt, muss quasi von der Oberinspektorin begutachtet werden, ob er auch ihrer Erfüllung entspricht und ob das Ganze auch wirklich okay ist und gut. Und so sieht es aus, wenn du mit meiner Freundin auf den Weihnachtsmarkt gehst. Und es ist wirklich phänomenal. Ich mag sie. Ich mag sie wirklich, aber ähm, ja, ich bin froh, dass das ja in diesem Sinne rum ist. Ich bin raus, ich wünsche euch einen guten Schuss. Und einmal ein Frauchen, wenn du das hören solltest, nimmst dich ganz so tragisch. <laughs> in diesem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger. Und sorry, dass ich so ein bisschen überzogen habe. Ähm, ich habe noch mal einfach hier noch mal ein bisschen vom Gameplay von ihm mit reingehauen, damit ihr nicht die ganze Zeit ein schwarzes Bild habt. Ich wollte jetzt nicht noch mal ein extra Video mit einfügen. Ich denke, das reicht so in diesem Sinne. Macht's gut, tschüss.